In Bangladesch liegt das größte Flüchtlingslager der Welt. Hunderttausende Rohingya fanden hier Zuflucht, als Hass und Gewalt sie aus ihrer Heimat im Nachbarland Myanmar vertrieben. Das Leben im Lager ist hart, gerade für Kinder. Das Anstehen für Wasser und Mahlzeiten, die Enge, die ungewisse Zukunft. Umso wichtiger sind die Kinderschutzzentren. Wir können nicht jeden Tag ins Kinderschutzzentrum kommen. Warum das so ist, das zeichnen wir den Lehrern hier auf. Guck mal, das da auf dem Bild bin ich. Ich kann nicht jeden Tag hier sein, weil ich Gasflaschen einsammeln muss. Deshalb komme ich nur unregelmäßig her. Das habe ich hier aufgemalt. Warum ich nicht jeden Tag kommen kann? Weil ich im Laden aushelfen muss. Mein Vater zwingt mich dazu, im Laden zu arbeiten. Mit den Bildern fordern die Kinder zugleich ihre Rechte ein. Sie sagen, was sie stört und was ihrer Meinung nach geändert werden muss. Mit Sternen stimmen sie darüber ab, was schlimmer ist. Wasser schleppen, Feuerholz sammeln. Und sie suchen nach Auswegen. Zum Beispiel, Wasserschleppen ist für Kinder hart und gefährlich. Die Eltern sollen dafür gemeinsam eine Lösung finden. Ein Treffen mit mehreren Eltern in einer der Hütten des Lagers. Es geht um mehr Sicherheit für die Kinder. Welche Wege müssen sie im Lager zurücklegen und wie können wir sie dabei besser schützen? Wir sorgen dafür, dass die Eltern einen positiven Umgang mit ihren Kindern lernen. Da werden wir in der nächsten Zeit Fortschritte sehen.